Ich heiße Sie willkommen zum heutigen Grand Prix in Südrussland an einem bezaubernden Schauplatz am Schwarzen Meer. Dieses Rennen wurde bisher von den Silberpfeilen dominiert, denn hier hat seit dem Einweihungsrennen 2014 noch kein anderes Team gewonnen. Sechsmal in Folge waren es die Silbernen. Schauen wir mal, ob heute irgendjemand den Rekordhaltern in die Quere kommen kann. Es ist also Zeit für ein Rennen auf dem Sochi Autodrom, wo die lange Zufahrt zur ersten Bremszone vor Kurve 2 eine der beiden DRS-Zonen auf diesem 5,8 Kilometer langen Rundkurs darstellt. Die andere DRS-Zone befindet sich natürlich vor Kurve 13. Insgesamt besteht eine Runde hier heute aus 18 Kurven, wobei die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit etwa um die 210 km/h liegt. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Leclerc, Alexander Albon und Stroll. Vettel, Perez, Kvyat und Lando Norris. Sainz, Gasly, Antonio Giovinazzi und Ocon. Grosjean, Magnussen, Kimi Räikkönen und Richards. Russell, Ricciardo, Latifi und Mick Schumacher. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ja, damit sind wir zurück bei F1 2020. Platz 18 ist es, bei Ricciardo noch nach hinten gesetzt wurde. Damit kann ich aber nicht zufrieden sein und wir müssen jetzt gucken, was wir hier in dem Rennen gerissen bekommen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, ja, nach dem Training dachte ich mir, ja, es gibt einen Sprung nach vorne, wo wir echt mal mit vorne wieder mit dabei sein können. Ja, das ist leider nicht der Fall. Gut, gehen wir rein ins Rennen heute. Rennen Nummer 17 in der Saison, also viel haben wir nicht mehr zu fahren. Hinter uns steht der Renault. Naja, schauen wir mal. Clutch bite is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. So, ich versuche jetzt gerade ein bisschen. So, ich setze mich wieder ein bisschen dran. No rain expected for the time being. Ja, wir müssen es halt überleben. Mal gucken, was am Ende rauskommt, ne? Alter. Ich glaube, es sind noch meine 18 Runden oder 16 Runden, irgendwie sowas. Ich habe jetzt tatsächlich nicht genau auf die Rundendistanz geachtet. Wir werden es gleich sehen. Die uns heute hier in diesem Rennen anstehen. Ja, ich hoffe, ein paar Punkte mitzunehmen. Aber es wird definitiv alles andere als einfach werden. Aber so vermute ich, dass das definitiv der sechste Platz weg ist. Weil, wie gesagt, jetzt kommen noch Rennen. Nächste Woche Japan, das ist wieder so eine Strecke, wo ich denke, ja, die liegt mir nicht. Na gut, okay.
Hoffe auch, versuchen wir es irgendwie mal da rein auf die Reihe zu bekommen. So, Start ist gut jedenfalls gelaufen, Position haben wir momentan noch nicht gewonnen. Boah, das Problem ist, ich krieg keine Lücke da. Wieso rüstet Ulfer mit dem Russell vorbei? Ja, mach gut, alle fahren vorbei. So, wir haben sind wir mal gut gestartet. Also, vier Plätze haben wir jetzt gewonnen, von 18 auf... Eigentlich war ich schon von 12 Plätze vorne, ich war ja in den Zeit schon. Ich muss ja so zumachen, die Lücke. Also starten haben wir, wie gesagt, gut geschafft. Vier Plätze gewonnen, mal gucken, ob wir was holen können. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, wieder ein bisschen was zu retten in diesem Rennen. That's a strong start. Well done. Ja, die Berührung gab es mit Grosjean, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen rabiat vorbei. So, jetzt habe ich ihn. Aber wo der Unfall mit Russell war, angeblich weiß ich nicht. Jetzt so eine Valtteri, der jetzt auch nicht gut gesetzt hat. So, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen wieder ranzupushen an die beiden McLaren, die da vorne sind. Und dann sind wir schon mal fast eine Schlagdistanz der Punkte. Vielleicht kriege ich doch noch was mitgenommen hier. 13 Runden sind es übrigens, by the way. Ich will ein bisschen verteilen, der Renaissance war jetzt bei 16 bis 18 Runden. Weil die Strecke auch nicht so allzu lang ist. Aber nein, es sind nur 13. Wir kommen jetzt auch ein bisschen weg von Grosjean. Wir hängen jetzt direkt an die nächsten beiden Autos dran. Ich versuche es zumindest. Ich glaube, 12 als 11 und ich weiß nicht, was davor noch fährt. Das dürfte dann einfach. Ja, die beiden Alpha Tauri, Gessen und Kwiat, die letzten Punkte-Ränge bilden gerade. Und da will ich hin. Dazu muss ich aber jetzt mal die beiden McLaren hier packen. Ah, das war klar. Ja, leck mich doch in Ruhe. Da habe ich mich ein bisschen weggedreht. Wieder so ein scheiß Quersteher hier, ne? DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Also jetzt kommt ein bisschen raus, ein bisschen reinzukommen ins Feld wieder. Der ist jetzt sind wir jetzt schon mal, aber Zeit auf jeden Fall, der ist gegen Lando Norris. Ich glaube, der hat ebenfalls von dem Alpha Tauri, der davor noch hängt, ein bisschen was. Ja, der Flügel ist bei ihm auf jeden Fall offen.
So, jetzt haben wir den Schwung mitgenommen. Besser ein bisschen aus der Kurve rausgekommen. Und jetzt kann ich vielleicht versuchen, ein bisschen mit dem offenen Flügel den mitzuziehen. Gegen Sainz. 13. momentan sind wir. Angriff, vielleicht erste Kurve wäre die Möglichkeit. Ne, das ist zu weit. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Cutten, dass ich nicht dann... Weg bin ich auf jeden Fall von Grosjean. Der hat keine Chance mitzukommen, gerade durchs Info. 2 Sekunden sind es mittlerweile schon. Ich weiß gar nicht, wer da vorne jetzt den Verkehr aufhält. Das ist der Zwoll, glaube ich. Also einer der beiden Racing Point. Ja. Ah, da bin ich ein bisschen zu spät dran gewesen an der Situation. Ja, der zieht mir weg auf der Geraden. Der hat noch einen U-Motor drin. Das ist halt ein bisschen was. Der noch ein bisschen schlecht ist, das ist der Honda-Motor, den ich momentan im Heck habe. Noch im Heck habe. Sind wahrscheinlich auch nur ein paar Rennen. Ich hoffe, dass ich danach den Mercedes-Motor kriege. Ja, das Problem war, der hat den Flügel offen. Komme ich nicht in die Situation rein. Ja, das war klar. Die 3 Sekunden, die sind zurecht. Check your MFD for a new strategy option. Nicht jetzt, ich bin mitten im Zweikampf. Weggekommen. So, nämlich kommen wir aber auch nicht in Position, weil der jedes Mal, dadurch, dass der Wagen vor ihm dann noch unter einer Sekunde dran ist, oder ebenfalls unter einer Sekunde ist, dass der klar. Okay, da bin ich ein bisschen schlechter weggekommen, weil ich ein bisschen Querstehen drin hatte. Mediums. 5 Sekunden momentan. 5 Plätze haben wir bis jetzt gut gemacht. Jetzt haben wir ein bisschen, sind wir deutlich besser rausgekommen. Jetzt kann ich ihn kriegen. Brilliant. Nice move. Sorry, aber das halte ich. Da war eine Lücke dabei, die ich mitnehmen musste. Die eine Lücke, die musste ich haben. Die hat er mir nämlich ein bisschen aufgelassen. Und somit kam ich vorbei. Jetzt sind wir 12. sogar.
Ja, jetzt aber das Problem, dass er uns jetzt kassieren wird gleich wieder. Weil ich glaube, ich nicht in die. Weil ich beim Norwich noch nicht dran bin. Ne. Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde fahren. Ja, das war mir fast klar, dass ich den Kotter nicht bringen kann. Jetzt habe ich ihn wieder. Sorry, aber Carlos, aber das lasse ich mir mal nicht. Das lasse ich mir mal nicht wegnehmen. Ja, das Problem, die Reifen sind ja mal sind durch. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich in die Box gehe. Sind genau 35%, okay. Our gap to the car in front is 2.2 seconds. Ja, es wird schwierig, einen Punkt mitzunehmen, wenn die Reifenstrategie nicht funktioniert. Ich hoffe, dass da vorne vielleicht ein paar auf Hard geben. Und sagen, komm, wir fahren so auf Hard durch. Ja, das Problem ist, die Reifen machen mir gerade ein bisschen kaputt, weil der ist weg. Ja, ich geh rein. Noch nicht so ganz in uns. Scheiße. Ich befürchte, dass das gerade mir mega Zeit gekostet hat. So, der Ferrari da vorne geht rein, geht durch. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Klar, dass wir momentan auf 21 sind. Aber liegt doch daran, dass wir noch einige nicht in der Box fahren. Vor mir jetzt Vettel, Perez und Kwiat. Habe ich einen Vorteil, dass ich jetzt ein bisschen pushen kann. Und mir vielleicht den Norris mal wieder kassieren kann. Ich müsste noch einen Norris und so vorbei, damit ich wirklich Richtung Punkte gehen kann. Hoffentlich fällt noch einer aus, das wäre schön. Es sind noch 5 Runden in diesem Rennen. Ja, ne, der ist nicht dran am Vettel, ne? Nicht am unmittelbaren Fenster. Sag jetzt bitte nicht, dass ich jetzt echt durch diese Aktion nochmal 4 Plätze verloren habe. Ja, sind bestimmt noch ein paar Autos nicht in der Box gewesen. Seconds. Ja, Sainz ist jetzt 2 Sekunden weg. Er hat jetzt ein bisschen Zeit. Er hat noch nicht Zeit verloren in der Box jetzt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, dass alle in der Box waren. Wenn die alle in der Box waren, haben wir echt Plätze verloren. Aber mega Plätze verloren. Weil die beiden Alpha Tauri, die jetzt vor mir liegen, die müssten. Die waren, glaube ich, an alle Punkte dran. Also da sind wir jetzt dran ein bisschen. Ich versuche jetzt gerade mal ran zu pushen.
Ich weiß nicht, okay, was der los ist. Ich arbeite mich jetzt gerade wieder ein bisschen ran, weg von Sainz vor allen Dingen. Hab schon 1,9 Sekunden. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Der Norris war noch nicht in der Box, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch mal rein muss. Oder dass der noch drin ist. Ja, da sind noch 3 Autos in der Box. Ja gut, jetzt waren wir 13 und dann, ne? Teamkollege ist in der Box, Mick auch, ja. Mick is coming in for his stop. Ah, schade, wenn ich. Sainz, da vorne ist Norris. Also der fädelt sich ein, die haben ihn nicht kassieren können. Und damit kleben wir auf 12. Und dann hat sich das so ein bisschen wieder eingependelt. To fit the mediums, car ahead now running medium tires. There's 3 laps of fuel remaining. So, jetzt sind wir doch, ich bin doch rausgekommen aus der Box. Pulling out a second lap on the car behind. Angriff gegen Norris und vor Bayern nur ihm. Platz 11 momentan. Noch ein Auto, dann hätte ich einen Punkt mitgenommen. Würde ich einen Punkt mitnehmen. Nächstes Pierre Gasly, den versuche ich natürlich noch ein bisschen mit. Noch zu holen, weil dann wäre ich zumindest zufrieden. Den Norris habe ich kassiert. Ich spare mir jetzt gerade noch ein bisschen Sprit auf, damit ich am Ende noch mal in der letzten Runde vielleicht pushen kann. Den Gasly würde ich mir gerne noch in der ersten Kurve, vor der ersten Kurve nutzen, wo ich die beiden McLaren kassiert habe. Die Frage ist, ist er dran? Wie weit ist er dran an dem Vordermann? Gar nicht. Der hat gar kein DRS. Der kann nichts machen. Kann er sich wehren gegen uns. Gleiche Motoren. Honda gegen Honda. Happy. Oh gut, mein Mercedes mit jeweils so guten, schnellen Runde. Und jetzt habe ich sie beide wieder. So, Platz 10 momentan. Der nächste wäre der Lokalmatador mit Dani Kvyat. Ja, ich vermute, dass er dann jetzt versuchen wir gerade ein bisschen wegzukommen vom Feld. Von ihm. Okay, you're in the top 10. Ich konter mich gerade ein bisschen aus. So, eine Runde noch. Und jetzt haben sie nämlich beide das Problem. Jetzt hängen sie nämlich beide aneinander. Und ich kann mich ein bisschen weg, ein bisschen lösen. Und kann mir mein Plätzchen retten. 8 Plätze gut gemacht momentan von 18 auf 10. Gap to car in front is 2.9 seconds. Und wenn ich hier das Rennen mitgenommen hätte, was die ein bisschen weiter vorne gestanden hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Aber mal gucken. Es ist ja noch ein bisschen was Zeit. Es ist ja noch eine Runde plus den Rest von dieser hier. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich arbeite jetzt gerade ein bisschen. Ich lasse mir gerade mal das DRS ein bisschen aus. Und mal, Quatsch, das EAS natürlich. There's only one lap of fuel remaining.
Die Bestzeit werden wir nicht kriegen, weil Hamilton und Bottas da vorne wegziehen. Ja, der Gäste versucht natürlich zu drängen und dann sind die beiden McLaren, ne? Also so sicher ist das noch nicht, ob ich das Ding hier mitnehmen kann. Aber wenn ich jetzt hier das die erste Kurve überlebe, dann sieht es sehr gut aus. So, das ist Runde. Final lap. Final lap of the race. Gap to teammate behind is 24.0 seconds. Ja, noch greift er mich an. So, Gasly erstmal gekontert. So, jetzt muss ich nur mein Auto noch halten. Ich warte, dass das Fett bei, damit ich. Da vorne wird es nicht mehr gehen. Engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Yeah, ich weiß, was du meinst, aber ich habe jetzt noch ein bisschen. Ich habe das Benzin im Blick für 0,4 plus, also halbe Runde noch. Mein Ziel ist es halt, wie gesagt, dieses Auto dahinter mit zu halten und mit diesem einen Punkt mitzunehmen. Und wenn ich das schon mal auf 10 liege, eine Runde verhindere oder eine halbe Runde verhindere, dann will ich das Ding auch nach Hause fahren. So, Gasly versucht es doch mal mit dem DRS. Versuch, kann er nochmal kontern. So, jetzt ist eigentlich vorbei, wenn der nicht jetzt einen Scheiß baut. Hau ab von mir. Und in die letzte Kurve, da ist die Linie. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Ein Punkt zumindest in Russland mitgenommen. Yes! Das Rennen irgendwie noch ein bisschen gerettet. Klar, es ist nur ein Pünktchen, aber es ist immerhin etwas. Wir durften heute spannende Duelle in Sochi erleben und nun diesen brillanten Sieg feiern. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, Bottas wieder stark in Russland, wie eigentlich so oft. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richards. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne. Ja, ist natürlich alles gut. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich habe den Platz immer nämlich auch los. Ja, sorry, ich bin zumindest mal plötzlich los. Ja, wir sind noch da, wir sind vorne weg. Ja, wir haben noch 27 Punkte vor. Gut, okay, Racing Point ist egal. Wir haben noch 27 Punkte Vorsprung auf Renault. Wir müssen es eigentlich regelmäßig packen. Und das haben wir heute geschafft, definitiv. Was das betrifft. Gucken wir mal, wie die Renault abgeschlossen haben. Also, denn gut, Ocon habe ich auf der Strecke gekriegt mit der Gruppe da wahrscheinlich. Ich bin ja relativ schnell mit der Gruppe dran gewesen an den McLaren, also bin ich dazwischen auf 15 gesetzt. Also daher konnte ich relativ gut wegkommen. Das war der Vorteil. Ja, die erste Kurve lädt halt so ein, ne? Und dann hat es funktioniert. Ich war ja eigentlich schon relativ schnell an Grosjean vorbei. Dann muss ich ja sagen, ne, lass mir mal vorbei alle und dann ja, ging das eigentlich aber auch. Puh, Gott sei Dank, dieses Rennen irgendwie noch nach Hause gefahren. Es wurde nochmal spannend am Ende, aber es reicht, um am Ende dann
auf 10 zu stehen, den einen wichtigen WM-Punkt noch mitzunehmen. Es geht quasi nur momentan um Platz 6 der Konstrukteurs-WM. Und da bin ich eigentlich zufrieden mit, dass wir das heute auf jeden Fall zumindest verteidigt haben. Es sind noch 27 Punkte, die wir zu holen haben bei 5 Rennen. Haben das wirklich genossen. 4 Rennen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Ja, heute war echt top. Definitiv. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Ich glaube nicht, ne? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Klasse, das war dann alles. Ja, danke schön. Jo, haben wir es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch auf jeden Fall mit dem ersten, mit dem nächsten Rennwochenende. Wir sind in Russland jetzt final durch. Das nächste Rennen müsste dann Japan sein. Nächste Woche. Ein bisschen Kohle haben wir bekommen. Mindestens so ein bisschen 4. Ja, gut, okay, das haben wir nicht hinbekommen. Aber gut, okay, ich bin zufrieden, trotzdem. So, Rennnummer 18, schönes Tag nächste Woche. Wir sehen uns alle in Japan wieder. Bis dahin und tschüss.